Aloha, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Dust, an Elysian Tale. So, und im letzten Part musste ich nachsynchronisieren. Und das fand ich nicht sehr schön. Deswegen hoffe ich, dass diese Folge besser wird. Und ich würde sagen, da im letzten Part, eigentlich Lars mit dabei war und er in diesem Part das leider nun nicht mehr sein kann. Wow. Okay, hat gereicht. Okay. Würde ich sagen, dass wir hoffen, dass wir ihn irgendwann bald nochmal wiedersehen in diesem LP. Na komm. Danke. Gut, dass die keinen Schaden machen, die Dinger. Kriegen auch wunderschön viele Wandhühner. Nom 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 nom. Das dürfte sich schon als etwas schwieriger herausstellen. Ja, das war nicht ganz richtig. Das passt. Ist aber schon knapp bemessen hier teilweise. So, lass mich raten. Jetzt diese hier. Okay, die scheinen immer unterschiedlich zu sein. Die Bomben. Anscheinend können manche ewig halten? Fragezeichen. Und manche nicht. Okay, hier kommt man nicht nach oben. Schade. Ja, haben wir eben gesehen. Die eine hat einen 2-Sekunden-Timer. Diese da eben einen 6-Sekunden-Timer. Und ich sehe schon, wofür ich die nächste... Moment, da unten war noch eine Bombe, oder? Moment. Nee. So wird das nichts. Wir brauchen diese hier. Ist sie mitgekommen? Nein, natürlich nicht. Warte. Ich versuche es nochmal. Ich wette, das geht so. Wette ich, ja. Jetzt mitgekommen? Ah, das ist ärgerlich. Okay, aber ich sehe schon. Wir müssen es anscheinend doch so machen. Alter, ist das düster hier. So, jetzt ist er da. Und nun? Und nun? Und nun nach oben vielleicht. Okay. Das ist ein bisschen strange. Aber ich bin der Letzte, der mich da beschweren soll. Ja, okay. Ich sehe schon, wo das hinführt. So, ach Quatsch, was mache ich denn da? Ach ja, kleine Rätsel. Warum nicht? So, dann muss mal kurz gucken, wie das dann hier gleich geht. Wo ist sie jetzt? Ach, da oben. Ah, okay. Ah, praktisch. Ich finde es auch wirklich gut, dass man die Dinger überall benutzen kann. So, was haben wir jetzt? Ach ja, jetzt haben wir die verlorene Zeit gefunden. Quatsch. Bernhards Uhr oder so? Keine Ahnung, wie er hieß. Ich glaube, Bernhard hieß er. So. Aber wir wollen weiter. Schade, da war anscheinend nichts Besonderes. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ja. Ja, gut, explodiert da. Aber kennt mir ja eigentlich sowieso nichts. Kannst mir nichts. So, und da war sowieso nichts Interessantes. Da unten haben wir leider auch nicht den Schlüssel gefunden. Den Schlüssel sage ich schon, die Box von Reed. Ja, wo wollte ich? Du hast den Anführer der Monster besiegt, eine merkwürdige Kreatur namens Fusel, nee, den habe ich noch nicht besiegt. Das hat mehr Fragen aufgeworfen als Antworten. Der Stadtbürgermeister Bramel Aurora bricht. Okay. Ja. Genau, ich würde sagen, wir gehen nach Aurora. Der Hans-Bauernhof ist komplett. Schön. Das erste, was wir komplett haben. Die Lichtung. Gehen wir nach Aurora. Hierhin, weil wir müssen noch die Uhr zurückgeben. So, du bleibst stehen. You found it! Oh, this is the nicest thing anyone's ever done for me. Well,
We did save your life, remember? Yes, well, I meant aside from that. Thank you so much, you two. I have little to offer in return, but here, take this set of treasure keys. Ooh. Thank you, Gien. I'm glad we were able to be of service. Having this pocket watch back puts my mind at ease. Thanks, Dust. Oh, das ist geil. Dankeschön. Wie hieß er? Okay. Gehan. So. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Material, Karte, Inventar war das. Beutel. 5 Stück haben... Ich glaube, wir haben 2 oder 3 bekommen. Kann das sein? Ach, wer weiß. Ich freue mich auf alle Fälle darüber. Hui! Sieht so wunderschön. Dämlich aus. Naja, geht. Es geht. Das ist Mosca. Den müssen wir noch eskortieren. In Klammern eskortieren. Ich glaube, es wird so aussehen, dass wir vorlaufen. Und, ach ja, stimmt, die hatten uns ja schon gehört. Und, dass er, ja, dass wir vorlaufen und er nachkommt. So, Weed, was wolltest du nochmal genau? Oh, my box. Where is my box? Do you have my box? I must have it back. Find it. Okay, können wir auch bei Tab nachgucken. Bin ich ja ganz vergessen schon. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Was steckt in der Kiste? Du hast einen alten Kumpel namens Reed wieder getroffen. Er scheint nach irgendeiner Kiste zu suchen. Ah, das ist eine Scheißmissionsbeschreibung. Ah! Das ist Ginger, die hat sowieso nichts. Ja, egal. Ich denke mal, dass die Fahne immer unseren Hauptquestpunkt anzeigt und wo nochmal in den Job gehen nehmt. Welcome back. Ja, ziemlich unfreundliche Händler. Oh, ich finde die total kacke, diese Kette da. Leichte Steinweste. Ne, wir haben alle Sachen. Polierter Ring. Ah, kaufen wir mal nichts. Verkaufen wir lieber was. Wir haben nämlich wieder Schrott eingesammelt. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen noch Kobalthaut. Wollen wir uns die jetzt hier einfach kaufen? Mal sehen, hat er überhaupt Kobalthaut? Ja, hat er. Komm, dann kaufen wir uns einfach 4. Wir machen immer noch Gewinn dabei, weil er sagte... You honor us with your patronage. Please tell your friends. Your rich one. Ja. Thank you. Ja, er sagte, er würde uns dafür einen besseren Preis zahlen und ich hoffe mal, dass sich das wirklich rentiert. Mit dir rede ich gleich. Erstmal würde ich zu diesen, keine Ahnung, sah aus wie ein Waldläufer. Da ist er. Here are those materials you asked for, Fail. Fail, so hieß er. Great, here's your payment. If you're willing, I could use your help again. I'd like to upgrade our weapons. Beast spears, while primitive, have finely chiseled stone tips that we can use for arrowheads. If you could bring me 8 beast spears, yo. I'll buy them for a high price. Das kein Ding, ist ja nur so, als hätte ich erst einen gefunden von den Dingern. Egal, wir sprechen jetzt mit dem Bürgermeister. It's great to see you back, son. I knew you could do it. The monsters have already calmed their advance. Tell me, what happened? Did you confront their leader? He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting? In the middle of a small village, surrounded by the innocents he killed. Oh no. That could only be Denham Village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard. Wore strange armor. Called himself Fuse. Aha, okay. Ja, ich hab die Folge mit Gumheim nicht mehr so ganz im Kopf. A lizard, you say? A moonblood, perhaps. Ah. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik Village, a few days' journey to the north.
General Gaius and his soldiers were looking for Moonblood sympathizers. Hmm. General Gaius, do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally, but tragedy tends to follow in their wake. Ja, das scheint nicht so nett zu sein. So why did they kill Ginger's family? They were helping the Moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped, but her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fuse, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck. So, jetzt bin ich noch mal überlegen. Wir haben jetzt auf alle Fälle genug Schlüssel, ob wir nicht noch mal nach Grubenheim zurückgehen sollen. Ja, ihr wisst schon, diese Ruinen von Grubenheim. Ich glaube, das machen wir jetzt auch erstmal. Ich will jetzt ein bisschen Sidequesten. Habe ich jetzt eher Bock drauf in diesem Part, als die Hauptstory zu verfolgen. Also ich will nur ganz kurz was in Grubenheim überprüfen. Ich denke mal, wir können da direkt ein Portal dorthin nehmen. Verborgener Hain, nein. Wald von Abadis, das war das, glaube ich. Da ist noch so ein Drei-Sterne-Ding. Ah ja, genau. Das war die... Ich erinnere mich, das war diese Instanz da. Da geht's noch nach oben. Das könnte der Weg sein. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Bestienspeere. Ne, dann könnten wir halt das auch gleich miterledigen. So. Aber vor allem will ich jetzt Richtung Grubenheim. Und das ist er hier Gott sei Dank auch schon. Weil ich erinnere mich an eine Notiz, die da sagte, dass wir die Holzbrücke bei Grubenheim aufsuchen sollen. Oh, und hier ist sogar noch ein Schlüssel. Mensch, sieh mal einen an. Was man nicht alles findet. So. Das sieht nach einer Holzbrücke aus. Okay, Treffer gilt. Lass ich nochmal gerade so durchgehen. So. Irgendwo hier müsste das sein. Das hier dürfte ja Grubenheim sein, auch wenn jetzt die Feuer nachgelassen haben. Und das ist schon wieder eine Holzbrücke. Hier ist der Händler. Okay. Ich denke mal, es ist irgendeine... Oh Gott, nicht das Viech wieder. Ich hasse es. Oh, okay. So kann man anscheinend eine bessere Hit-Combo erzeugen. Ja, warte. Kommt zu mir. Ihr Items. Okay, ich glaube, ich lasse erstmal dieses Element. Wow, dich habe ich nicht kommen gesehen. So. Okay, das kann ordentlich reinhauen, muss ich sagen. Oh, ein Hühnchen snacken wir uns mal. Wir haben jetzt gerade relativ viele davon. Ah, okay. Ich denke mal, wir müssen da klettern für können. Das kann gut sein. Wobei... Ich hätte es ja schon ganz gerne jetzt herausgefunden. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht der richtige Ort ist, aber gut. Gut, 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 gut. Dann wollen wir ganz schnell. Also das hier ist ja eigentlich Grubenheim. Und das hier ist die Brücke. Ne? Kann sich ja... Kann man hier sich runterfallen lassen? Ah, oh Gott, das sieht aus wie der richtige Ort da. Aber es scheint tatsächlich nicht ganz so richtig zu sein, wie ich dachte. Ärgerlich. Ärgerlich. Das zieht natürlich den Part... Ja, das heißt in die Länge. Ich sag mal so. Es ist nicht ganz so spannend. Ja.
nehme es mal rüber. Wenn das sich dazu auch entschieden hat mal. Hier unten. Hier unten ist auch nichts. Okay. Alter, es haut doch ganz schön rein. Okay. Übrigens hat sich ein Freund von mir das Spiel auch gekauft. Hoppala. Das war etwas strange. Und er feiert es auch ziemlich. Oh, wir haben eine Luternuss. Jetzt kann ich es ja heute nicht mal sagen. Diese Luternuss erinnert mich ziemlich an die Dekonüsse aus The Legend of Zelda. Besonders Majora's Mask. Ich glaube, da sahen sie fast genauso aus. Oder Ocarina of Time. So. Wir gehen jetzt zum verborgenen Hain. Um da hoffentlich noch die am Leben seiende Geliebte von Mosca zu finden. Sagt mir nicht, ich muss hierfür crouchen können. Okay, dann gehen wir doch noch nicht hier hin. Denn wir müssen hier crouchen können, um hier weiterzukommen. Heißt wahrscheinlich mit anderen Worten, mach die Hauptquest. Du Noob. So. Naja, was soll's. Haben wir das nochmal ausgetestet. Wir haben jedenfalls auch einen Schlüssel gefunden, ne? Also so ganz umsonst war es also nicht. Ja. Das war Fail. Sind wir auf alle Fälle gewappnet für das, was da kommen möge. Vielleicht kriegen wir jetzt auch... was ist jetzt los? I don't get it. Why would anyone want to help those awful lizard things? That fuse guy burned down an entire village. Don't you understand, Fidget? He wasn't born that way. General Gaius and his soldiers turned him into that monster. Wollte ich gerade sagen. And Fuse is likely not the only one corrupted by General Gaius's hatred of the Moonbloods. We should speak to Ginger again to learn more about this conflict. Gut gesprochen, Dust. So. Übrigens an dem Tag, wo das hier rauskommt, naja. Ach, gleich. Erstmal das Gespräch. Oh, you again. Mayor Bram said... Okay, jetzt kann ich es eben schnell. Da kommt wahrscheinlich auch noch The Legend of Spyro's Eternal Night raus. Also, falls jemand das hier sieht, ne? Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ist ja gerade ganz passig. Yes, he asked us to stop the leader of these monsters. Turns out it was a Moonblood named Fuse. He'd gone completely insane. Fuse? Oh no. He was leading those monsters? You killed him? So you know him then? Was he always a homicidal pyromaniac? Was, ein moderner, ach, ein Mordender. What? No, never! Why did you kill him? He destroyed Denim Village, Ginger. Slaughtered dozens of innocent people. He refused to listen to reason and planned to attack Aurora next. I had to stop him. This war is turning all of us into monsters. Thank you, then, for releasing Fuse from his madness. Right before the end, he seemed lucid. He told me a few things before he passed. He tried to tell me about the war, about your family. He was there the day my family was killed, yes. He was picking up supplies to bring back to his people. General Gaius attacked our village, burned it to the ground. I thought Fuse had been killed. Now I wish he had. Okay. I'm sorry. And why is that? The last time I saw an outfit like yours was the day my family was murdered. That outfit, it belongs to Gaius's soldiers. Who are you, really? Moment. Gaius seine Soldaten, soweit ich weiß, sehen die ein bisschen anders aus. Mal sehen. I don't know. That is not an answer! Hey, ease off! Dust can't remember, okay? He doesn't even know his real name! You know, you should be more thankful. He just saved this village twice, and I... Well, I watched him do it. And I'm also... Komm ja nicht auf die Idee, ihr Gesicht abzubeißen, Fidget. Fidget, please, calm down. She's right to be suspicious. I don't know who I am, but I'm dressed as one of Gaius' soldiers. Perhaps, but your friend is right. You saved my village twice today. Gaius and his soldiers would never do that, especially if they knew I was here. Oh, Gott, oh Gott.
Why is Gaia so obsessed with killing these Moonbloods? What do they do? Ja, da hat einmal ganz kurz mein Handy geklingelt, um mir zu zeigen, dass die Folge zu Ende ist. Aber ich denke mal, diesen Dialog können wir noch reinpacken. Nothing. They exist. General Gaius sees them as an impurity, a kind of cosmic mistake that he believes must be wiped from this world. Wow, das sind die ehrenhaftesten Gründe, die ich je gehört habe. I've tried to help where I can, but it's hard. There aren't many Moonbloods left outside of their homeland, and it's only a matter of time before Gaius wipes them out. Fast genauso, als würde man Krieg aus religiösen Gründen führen. Is there anything I can do to help? If only one man could stand against an army. Sadly, no. There's nothing any of us can do. Any hope for the Moonbloods to help my family. Warum verlässt du die Stadt? Mayor Bram mentioned you are leaving town. Yes. The rivers and streams around Aurora are beginning to dry up completely. Without water, the only thing to do is head north. It's only a matter of time before the others... Okay. Why would the rivers all be drying up? It's not like it's been very hot. And wasn't there a big rainstorm a little bit? Ja, jetzt regnet es auch gerade. I know, it doesn't make any sense. To be honest, I think this whole country is cursed. General Gaius' bloodlust has scorched this land forever. I doubt If the only way to stop this war is to stop General Gaius, then I need to know... Okay, wir wissen anscheinend jetzt unseren Hauptwidersacher. His campaign continues to the north. If you want to help right the wrongs of your kind, you're free to join me. I'm afraid. Ja. Ja, frage ich mich auch gerade. It came from the center. Gut, vielleicht kommen wir jetzt nach unten. Zum Geier. Ja, und das sehen wir jetzt aber wirklich erst in der nächsten Folge. Also, auf Wiedersehen. Ciao.